Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen bei Halo 3 ODST an diesem Halo Master Chief Mittwoch. Wie ihr seht, ich habe heute einen Gast, nämlich Nathan Thillion ist höchstpersönlich mit dabei. Er hat ein paar Probleme mit der Webcam, weshalb sich sein Bild immer wieder loopt und Ton hat er auch nicht. Aber er ist heute mit dabei und wir sprechen heute über seine Rolle in Halo 3 ODST und was das dann mit seiner Karriere gemacht hat und so. Deswegen starten wir jetzt einfach mal. Halo 3 ODST, der DLC zu Halo ODST, der aber während Halo 2 spielt. We are losing. The Covenant have burned our worlds, killing billions in their genocidal campaign. Earth is our last bastion, a carefully guarded secret. But not anymore. Da stand unten drunter aber gerade noch was. Covenant carriers breach Earth's defenses and attack the African megacity New Mombasa. Initially reports confirmed major damage and heavy civilian casualties. Now, military leaders of the United Nations Space Command have prepared their response. Teams of highly trained orbital drop shock troopers, ODST, are ready to assault the carrier from Navy ships in low orbit. This is a near suicidal mission. But these troopers are the best of the best. The best. Even better than the best. And saving News Mombasa could be the most important mission of the war. Habe ich hier, ich sehe gerade noch, ich habe hier noch Halo, ich weiß auch gar nicht, ob ich es abgedatet habe, so. The Navy put up a good fight. Of course they did. It's Earth. Better late than never. How about you show some respect, Romeo? Just saying, Dutch. They missed one. No, they left it for us. You know the music. Time to dance. Hello, beautiful. Pods. Now. That's the one and only Nathan Fillion. Replacements? This many years into the war? Who isn't? At least they listen. To me. And they're not gonna like what they hear. Orders are orders. Come on, Veronica. What could be more important than that carrier? My orders. And Buck, call me Captain. I'll pass on that dance. But you can show me where to sit. Also gleich auch, die Charaktermodelle sehen wesentlich besser aus als die in Halo 3. What kind of armor was she wearing? Don't know, Mickey. I wasn't looking at her gear. Seriously? Well, gotta be close quarters. Exactly. Second to last, right next to mine. Cozy. You gonna tell us her name, Gunny? Ms. Naval Intelligence. Our new boss. Oh, brother. So check your mouths, find your chairs, and get set for a combat drop. What am I supposed to do with this inside a Covenant ship? Direktion von Nathan hier ist auch sehr passend. Wake up, Buttercup. Relax, rookie. He don't mean nothing. Besides, now's one of those times. Pays to be the strong, silent type. So, langsam nervt mich das hier. Boop. Gag vorbei. Latest intel reports Covenant troops are massing the new carrier. Pull it back? Why? Not gonna find out way up here. Troopers! We are green and very, very mean! Mich wundert, dass ich nicht noch auf irgendwelche Punkte gucken muss, um zu schauen, ob ich invertiert spielen möchte oder nicht. Captain,
clicks off the deck. Stand by to adjust trajectory. On my mark. What did you just say? Mark. We're way off course. We're heading exactly where I need to go. But we're gonna miss the carrier. Radiation! Covenant just set off a nuke? No. The carrier's going to jump. It's a subspace rupture. You need to... EMP, losing power. They pop their chutes. We're going in hard. Ach, ich habe ja noch GameTubes Stream Raiden stehen. Oh Gott, oh Gott. Na gut, jetzt ist es auch egal. Jetzt wissen die Leute, was abgeht. Oder nicht? Heute ein leicht stressiger Tag mit nach Hause kommen und eigentlich hätte ich dann noch etwas arbeiten müssen, aber das hat sich dann erledigt und ja, das hat nicht so ganz geklappt. 6 Stunden war bewusstlos. Ja, ich habe zu früh gesprochen. Na zumindest. Ja. Boom. Stamina, nennen sie das. Na, no, fängt das jetzt schon wieder damit an. Ja, das Spiel hat eine leicht andere Aufbauweise. Das ist jetzt so, man startet quasi immerhin im Hub und man kommt dann zu bestimmten Punkten, wo dann umgeswitcht wird auf die ganzen Crewmitglieder, wo man dann quasi... Ah, hier war es nicht möglich zu... Akimbo zu halten, aber ich bin auch kein Master Chief. Um dann zu erleben, was die Mitglieder in den 6 Stunden erlebt haben. Bisschen ein wenig kontrovers, diese Entscheidung. Aber natürlich super interessant zu sehen, was jetzt in New Mombasa passiert ist, nachdem der Chief Reis ausgenommen hat mit der... Ich weiß schon gar nicht mehr, welche das gewesen ist. Und vor allem das erste Mal, dass man nicht den Master Chief spielt. Wie gesagt, den Rookie und das ODST-Team. Buck wird dann noch ein wichtiger Charakter oder ein Hauptcharakter in den Spielen. Ich
Aber er spielt in Halo 5 eine Rolle? Vielleicht auch schon in Halo 4? Das werde ich einen Großteil der Zeit natürlich jetzt damit verbringen, zu finden, wo ich hin muss. Aber das kennen wir aus den Halo-Spielen. Oh, hier sind noch Gegner. Ich frage mich gerade, ob die einfach so spawnen. Und ich frage mich, müssten hier die Hauptgegner nicht immer noch die Elite sein? Also, dass es Brutes sind, das ist natürlich auch noch völlig möglich und völlig legitim. Da ist wieder meine Stamina niedrig. Aber auch interessant, die Elite Plasma Rifles, die sind Kontext und City Civil. Okay. Ja. Die halten länger durch als die im 2er. Ah ja, ich erinnere mich, es gab eine Map. Waypoints. Your nav data. Okay. So, und da jetzt ein wie war das? Dieses Tutorializing ist auch nicht sehr intuitiv, nicht sehr eingängig. So, dann mache ich doch mal, wie war das hier? Einmal Pfeil nach unten. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie ich wird mir das jetzt hier schon angezeigt? Ah ja, wird mir hier schon angezeigt. Okay, gut, dann brauche ich ja auch gar nichts mehr groß zu machen. Nur gucken, wie ich da hinkomme. Grand Theft Halo. Ja, ich glaube, das Spiel hat echt seine Längen. Kann ich das Ding nehmen? Nee. Man hat auch echt seine Probleme. Ah, hier ist die Tür. Hier sind diese komischen Symbole. Schon auch irgendwas zu bedeuten. Ja, silent, schmeilend.
Die haben wir nicht wahrscheinlich alle erledigen können, ohne auf mich aufmerksam zu machen. So, jetzt muss ich mal schauen, was hier so alles passiert ist. Oh, hier ist jemand gestorben. Ah, die nehme ich mal mit. Assault Rifle. Oh. Hier sind ein paar Sachen passiert. Noch weiter hoch. Oh. So. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Das hat jetzt gerade Bing 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 gemacht. Da vorne. Ah. Das ist der Chief und Junior Detective. Well, great. Chairs and get set for a combat drop. Yeah. Ein beliebiges Level abgeschlossen, ohne Allianzwaffen zu benutzen. Ich weiß nicht, welches ich da jetzt gerade ohne Waffen, Alien-Waffen abgeschlossen habe, weil ich habe sie ja benutzt, aber ich beschwere mich nicht. Lumumba. 16:06. Something wrong, because the only thing I regret about you and me, not knowing you were a spook when we first met, I would have been a lot less charming. That's what I missed most about you, Buck, where your mouth was always a little faster than your brain. Look, don't start about my job. We both agreed to end it. That was years ago, Veronica. I'm a little fuzzy on the details. Must have met a lot of other saps since then. Why pick me for the safari? First, you're the best soldier I know, and second, I don't remember that night. What you asked me in the morning? I remember not getting an answer. Say again, Buck. You're breaking up. I said, stay put. I'm on my way. Okay. Jetzt will ich Nathan Fillion. I appreciate the concern. Won't be much of a rescue if you're dead. So, jetzt bin ich gleich der Anführer. Ja, man ist ja jetzt, man spielt ja jetzt nur einen, zwar Spezialsoldaten, aber keinen Supersoldaten mehr. Sehr unterscheidet sich das aber nicht vom Spielgefühl her.
Das mit der Stamina habe ich nicht ganz verstanden. Das ist, wenn ich keine Stamina mehr habe, heißt das. Ist das mein Schild? Schallgedämpft. Ja, und jetzt diese Level, die sind ein bisschen geradliniger. Ich weiß gar nicht, wie lang oder wie kurz ODST ist. Kann ich mir da auch die Karte einzeigen lassen? Ja. Friendly? Ah. Two plays the same time. Den Marine, den Marineblick behalten, hä? Ich bekomme ganz viele merkwürdige Achievements. Stell mir gerade vor, wie Nathan Fillion in der Synchro-Box steht und in das Mikrofon reinschnauft. Hm? Nee, auch zu kurz. Boom! Da war die Turret. Oh, der hat seinen Panzer hinten verloren. Habe ich das gerade richtig gesehen? Nee. Doch. Doch. Ja, das muss ja auch ein krasser Job sein, Synchro-Sprecher zu sein. Auch unheimlich. Also auch unheimlich unterschätzt, glaube ich, auch in der Schauspiel- oder Künstlerbranche Synchro-Sprecher zu sein. Weil man ja auch das Gesicht nicht sieht und so. Aber da steckt ja eine Menge Performance dahinter und das ist auch unheimlich anstrengend für die Stimme. Also ich meine, ich... Ich merke, dass wenn ich jetzt schon 2 Stunden hier labere, dann bin ich komplett fertig mit der Welt. Und mir tut meine Stimme schon ein wenig weh. Wenn man das dann halt den ganzen Tag macht und dann auch noch dazu schauspielern muss und die Stimme verändern muss. Dann stelle ich mir das unheimlich schmerzhaft und anstrengend vor. Und dass Schauspielern und Synchronsprechen auch 2 sehr unterschiedliche Dinge sind, sieht man auch immer wieder, gerade wenn Schauspieler Filme synchronisieren sollen. Am Beispiel Cyberpunk. Und vielleicht ist das kontrovers, ich weiß es nicht, aber ich finde, Keanu Reeves macht nur einen okayen Job. Also man merkt, er ist kein Synchronsprecher und es wird alles ein bisschen aufgesetzt, alles ein bisschen over the top. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch Absicht war, aber so 100%ig gefällt er mir in Cyberpunk nicht. Boom, boom, boom.
Tja, da haben sie mit der Stamina etwas ins Spiel gebracht, was genauso ist wie die Half-Life oder das System im ersten Teil, nur mit einem nervigen roten Filter und einem nervigen Geschnauf im Ohr. Weiß nicht, ob sie sich damit so einen Gefallen getan haben. Sind das viele. Zum Glück ist mein... Oh Gott, jetzt habe ich ja auch nicht mal mehr Munition. Oh. Mein Granaten-Game ist ziemlich gut. Also im ersten Teil haben mir die Hunter besser gefallen. Einfach weil man schön einfach um sie rumlaufen konnte und sie dann nicht mehr genervt haben. Ich stelle mich halt einfach viel dümmer an, aber... Na gut, dann mal weg hier. Entspannt weglaufen. Ah. Come on. Soll ich wohl noch eine Waffe sein? Naja, give me your weapon. Ich laufe jetzt einfach weiter. Bye bye. Bye bye. Okay. Okay, jetzt könnte ich mal eine Heilung vertragen. Noch damit das Piepsen aufhört. Ich bin immer erstaunt, wie sehr man einen Soundtrack, wenn man einen guten Soundtrack verändern kann und man ihn trotzdem immer wieder erkennt. Also mit Titelthemen geht es ja meistens ganz gut. Also zum Battlefield. Das das diese 6 Noten oder wie das sind. Die kann man immer wieder einfach verwenden und man erkennt es sofort, aber ich weiß nicht, ob ich die Musik wieder erkennen würde von den einzelnen Spielen oder ob es da ein Thema bei gibt. Wo muss ich denn jetzt hin? Achso, muss ich den Weiser entscheiden? Na, lower level, ja. Oh. Achso, hier ist der Pott. Ich bin ja auch ein bisschen doof. Whoa!
natürlich hat sie es kurz vorher rausgeschafft. Obwohl, nee, das ist nicht Buck, oder? Das ist Romeo. What the heck was that? You ever seen one before? Hey, Romeo, you got your ears on? Oh, I get it. Permission to speak, smartass. No, I don't know what it was, but it was gonna grease your ass good. Just like it did the captain. Yeah, maybe. You're from Mickey, Dutch? Negative. The rookie. We need to get above this crap. Link with the B-net. One of our drones must have seen where they hit. So we're popping smoke in the lady's mission? She ever tell you what she wanted? No. Never. Doesn't matter. All I care about now is getting my men out of this city. Even you. Boom. Beef. Ach so, das war den ich jetzt gefunden habe. Das ist das hier da? Ja, das ist der Plan, also das da. Den hat man das jetzt gar nicht mitbekommen. Das wäre jetzt zum Beispiel cool gewesen, einfach wenn man jetzt den Kampf hier da hoch hätte gesehen. Ach gut, dass man mit genügend Ausdauer eine Granate abwehren kann. Ich gehe jetzt natürlich nicht raus. Was passiert, wenn ich jetzt da runter zu dem Ding gehe? Und stürze aus hoher Höhe. Ja. Ja, als ob sie gestorben wäre. Aber die Musik erinnert mich gerade sehr an Metal Gear 4. Oder Metal Gear 2. Das wird auch noch ein Spiel sein, was ich spielen werde. Bei einer Serie Metal Gear. Habe ich euch auch schon mal erwähnt. Mal gucken, vielleicht wird das ein Marathon. Wenn ich mal Urlaub habe oder so, dann... 35 Stunden braucht man oder so. Ach, da wird es von mir keinen European Extreme geben, aber... Okay, sie gehört scheinbar nicht zu den... Dann habe ich jetzt die Granaten, die ich in der Zwischensequenz hatte, also in der im Flashback hatte. Hallo Tigra. Schön, dass du da bist.
Nathan Fillion ist übrigens auch da. Oh, what the? Hält sich nur bedeckt, hat ein paar Webcam-Probleme. So, in welche Richtung muss es hier lang? Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, mein Chatbot wird jetzt mal bald aktiviert. Das funktioniert nämlich immer noch nicht ordentlich. Oh. Oh. Hello, traveler. Mombasa welcomes you. Anxious? Stressed? Please remain calm. Control circuits now open with pride. War das jetzt? The Mombasa Transit Authority welcomes you. Ah. Kikowani Station. How may I serve? One ticket to Old Mombasa, please. Here's my card. Oof, no, scrap that. Traceable, damn it. Coins. Need coins. Thank you. What is your final destination? Magongo, if I don't get caught. Hell, if I do. Thank you. Transport 4, 1, 2, Magongo. Let's go, let's go. Please collect your ticket. Wait! Hold the doors, please! All aboard. Train number 4. Oh, that was close. Center 2, Old Mombasa. Now departing. Next stop, Makupa, Nairobi Road, Hope Station, and Magongo. End of the line. Almost there. Almost. Emergency stop. Please remain calm. Emergency stop. Please remain calm. Damn it. Found me. Tja. Ja, mir geht's auch gut. Musste heute, nachdem ich präsent auf der Arbeit war, hätte ich eigentlich noch zu Hause etwas arbeiten müssen. Das muss dann aber kurzfristig abgesagt werden. Da habe ich mir ein bisschen umsonst Stress gemacht habe. Was jetzt nicht so schlimm ist, aber ich fühle mich heute ein bisschen gestresst dadurch. Aber sonst dann ist alles gut. Wie geht's dir, Nathan? Nathan, alles gut? Ja. Hm. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Ja, mein Chatbot funktioniert immer noch nicht ordentlich. Das wird einfach nicht angezeigt. Ich muss mal vielleicht Support anschreiben oder so. Was man da machen kann, um das Ding wieder zum Laufen zu bringen. Ich habe heute auch ein bisschen an neuen Overlays gebastelt. Denn ich bin jetzt aktiv auf Facebook, Instagram und auf Twitter. Einfach irgendwas Sven Apfel suchen, dann findet ihr mich. Wird dann immer angekündigt, was ich gerade spiele oder wenn ich was spiele. Und mal gucken, was sonst noch. Ja, der Chatbot von Twitch, genau, Streamlabs benutze ich dafür. Und dieser, der Cloudbot, wie er sich nennt, Muster ist eigentlich aktiviert und ich kann auch andere Funktionen von dem Cloudbot benutzen, nur die Timer funktionieren nicht. Die Timer, die alle 5 Minuten oder so raushauen. Also links raushauen. Kann natürlich sein, dass jetzt erst nach 5 Nachrichten, das hätte ich mal testen müssen, ob das nach 3 Nachrichten oder so, ob das besser funktioniert. Ich habe es eingestellt, dass es alle 5 Nachrichten kommt, aber ich glaube, der müsste es eigentlich auch so posten, aber You're from Mickey, Dutch? Negative. We need to get above this crap. Link with the B-net. One of our drones must have seen where they hit. Also ich
Ich sehe den Bot auch. Der ist online. Also, vielleicht kannst du ja nochmal. Ich mache jetzt nochmal eine Nachricht. Eine Testnachricht. Und dann kannst du vielleicht noch eine schreiben und vielleicht postet er dann ja mal was. Good hunting, boys. I'm keeping my boots on the ground. So, jetzt bin ich in Dutch. Link up with friendly forces. Okay. So, und jetzt theoretisch müsste eigentlich spätestens jetzt der Chatbot was in den Chat schreiben. Trooper, over here, help us secure this vehicle. Aber wie man sieht, es passiert nichts. Ich habe es einmal eingestellt, Testnachricht nach 3 und nach 5 Minuten. Aber gut, vielleicht ist jetzt sind 5 Nachrichten erreicht, vielleicht müssen wir jetzt nochmal 5 Minuten warten. So, auch normale Soldaten können den Warthog mit Leichtigkeit flippen. Watch that chopper. Hit it head on and it'll tear us to pieces. Keep moving. Don't let that wraith take a shot at us. Ja, komm weiter. Ich meine, ich verliere auch im Auto Ausdauer. Na, wenn ich da einen Ghost sehe, dann kann ich nicht nein sagen. Say again, Marine. I got drones overhead and only birds yelling in my ear. ODST reporting for duty, sir. Nice of you to drop in, trooper. Head through the park to my second platoon's location. They're taking heavy casualties. Need immediate assistance. Roger that. I'm Oscar Mike. Immer noch sehr befriedigend, den Ghost zu fahren. Einer der besten Vehicles, die man die es in der Videospielgeschichte gibt, würde ich fast sagen. Das ist Johnson. So, jetzt mal die hier erledigen. Oder einfach weiterfahren. Ich glaube, Chatbot wacht nicht mehr auf. Ich meine, der Bot, den die meisten benutzen, ist Nightbot, aber ich bin halt schon bei Stream Elements angemeldet. Das ist halt der Dienst, den ich nutze. Und ich will mich halt jetzt nicht nochmal für irgendwas anmelden, nur um da ist diese Timer zu benutzen. Weil die anderen Funktionen, die funktionieren soweit. Ich habe ein Warteschlangensystem gibt es, mit dem man halt in eine Warteschlange gehen kann, um zum Beispiel
mitspielen möchte und so weiter, dass man dann halt die Leute einladen kann nach der Reihe oder Levels, die gespielt werden. Also jetzt in Super Mario Maker haben da einige nachgefragt. Das ist wohl ein totales Standardding, dass man durch Ausrufezeichen Add Sachen in eine Warteschlange packen kann und dann quasi seine selbstgemachten Levels präsentieren kann. Und das habe ich jetzt auch integriert, das habe ich letztes Mal ausprobiert und das hat auch funktioniert. Ja, und der Stream am Montag war auch richtig, richtig geil. Also das hat mir so viel Spaß gemacht, erstens mit der GameTube-Community am Ende noch zu sprechen. Und zweitens, ja, mit GameTube zusammen zu spielen. Und das dann auch noch zu streamen. Super. Ich habe mir dann den Stream nochmal angeschaut und eine Sache, die mir gar nicht so direkt bewusst gewesen ist, dass ich ja die bärtige Lady quasi gewesen bin. Und so wurde ich dann auch immer von Fritz und Daniel genannt, die bärtige Lady. Und Fritz war ein großer Fan von mir. Nur habe ich dann zum Schluss nicht gesungen und auch keine Krone geholt, aber hey, was soll man machen? So, zwei mit einem. Ja. Jetzt die nächste große Frage, die ich mir stelle, kann ich mich auch auf... Oh Gott. Auf die Fahrzeuge setzen, wie der Chief. Oh Gott. Werden wir gleich mal ausprobieren. Na gut. So werde ich da nicht dran haben, oder? Geht das? Geht das? Jo. Wahrscheinlich ist es auch besser so, dass sie diese ganzen Sachen drin gelassen haben. Einfach weil das etabliert ist und Spaß macht. Oh Gott, das war... Da brauche ich erstmal ein Fahrzeug. Ich habe gerade irgendwas erzählt und wollte irgendwas weiteres erzählen, aber ich habe gerade vergessen, worüber ich erzählt habe. Ja, ich bräuchte halt mal ein Fahrzeug. Ach, da vorne. Ein bisschen Heilung. So, dann nehme ich mal das. Ich bin das noch gar nicht gefahren. Chopper. Was für ein Motorrad ist es? Das ist ein Chopper, Baby. Das ist ein Chopper, das gehört das. Wem gehört dieser Chopper? Zed, Baby. Wer ist Zed? Zed ist tot. Zed ist tot. Oh! What the hell just happened? Krass. Everyone clear the area before more debris comes down.
So, gibt's hier. Ah, da. Ist das? Ja. So, mal schauen. Okay, drive up and out of park. Auch wieder hier super, dass sie es geschafft haben, die Anzahl der Gegner zu erhöhen. Und ich meine, das spielt sich alles schon wesentlich flüssiger als Halo 1 und 2. Also Halo 2 war ja schon ein riesiger Fortschritt zu Halo 1. Aber Halo 3 fühlt sich nochmal wesentlich flüssiger an. Und man hat ja auch gesehen, ich habe mich in Halo 3 nicht so oft verlaufen wie im ersten und zweiten Teil. Und es gibt halt auch wesentlich mehr Fahrzeugpassagen, was ich sehr begrüße. Also Scripting scheint auch wesentlich besser zu funktionieren als im ersten und zweiten Teil. Auch so, was so Sicherheit bei den Checkpoints angeht. Das funktioniert wesentlich besser. Das klang nach einer Unterhaltung, die ich mir anhören wollen würde, aber bin leicht unter Druck gesetzt. Okay. Was jetzt? Drive up and out of park, okay. Kann ich jetzt? Ne, da war ich schon. Muss ich dann doch hier lang? Nee. Hä? Nee, das ist uns. Ah, doch, nicht hier. Da, 180 Meter, ja, aber. Ah, bin ich von. Bin von der anderen Seite gekommen, ja? Naja. So. Oh, der ist kaputt, oder? Ja, der ist kaputt. Könnte man die in Halo 3 nicht. Oh Gott. Schnell weg hier. Umfahren? Also umfahren, nicht umfahren. Mensch, was Deutsch für eine strange Sprache ist. Wie so eine leicht andere Betonung die ganze Bedeutung verändert. Yeeha! Trained to be a pilot. So, Nathan muss wieder gehen. Bye bye. More flying to do today.
So, was that a yes or a no? Amen. Comedy. Also, ich will nicht beurteilen, wie die Twitch-App mir gefällt. Das nicht jetzt. Missionen oder Multiplayer-Platin abgeschlossen. So. So, jetzt muss ich wieder komplett wieder zurücklaufen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel geht. Ob man das an einem Abend so durchspielen kann. Oder ob man dafür mehr Zeit braucht. Das andere Achievement, was ich bekommen habe, war übrigens einen Level schaffen, ohne den Visor zu benutzen. Ich wüsste aber nicht wirklich, wofür ich den Visor überhaupt gebrauche, außer dass es ein bisschen heller wird. Und letztes Mal habe ich noch über den Master Chief gelacht, dass seine Spezialfähigkeit die Taschenlampe ist. Aber hier unser Rookie kriegt ja nicht mal das ordentlich hin. Mensch, würde ich mir jetzt eine Taschenlampe wünschen. Also, das Visor wird schon, macht schon alles heller, klar, aber. Ach, das ist. Ach, so ein doofes Gelaufe. Ich frage mich gerade, ob man. Das Spiel, ob das so linear gespielt werden muss oder ob ich nicht auch, wenn ich weiß, wo die Sachen sind, da hingehen kann und. Oh, meine Kamera hat sich gerade aufgehangen. Was ist da passiert? Ja, mal ganz schnell gucken. Ah, ich sehe auch gerade meinen. Ah ja. Ich lasse über mein Handy die Kamera laufen. Also über mein altes Galaxy S7 und ich habe vergessen, das anzuschließen und ich schätze mal aus, so lange bis ich ein bisschen geladen habe. Und ja, das zieht halt Strom wie sonst noch was. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, einmal ausruhen. Ja, mal so 5 Minuten laden lassen, dann dürfte ich wieder anschalten können. Ja, ich bräuchte mal eine ordentliche Kamera. Ich habe schon eins oder zwei ins Auge gefasst, die ein bisschen teurer sind, aber im Moment sehe ich das noch nicht so ganz ein, weil das eigentlich ganz gut funktioniert mit dem Ding. Wenn ich nicht vergesse, sie einzustecken. Mal gucken, jetzt sind wir bei 2%. Jetzt sollte das Handy wenigstens starten. Ja, wäre klar, dass ich die nicht vorne hitten kann. Gut, dann gehe ich aber weiter. Bye-bye.
So, am nächsten Ladebildschirm werde ich dann die App wieder starten. Ich benutze dafür für Droid Cam. Gibt's kostenlos. Hat in der Pro-Variante, also es gibt eine kostenlose und eine Pro-Variante, hat in der Pro-Variante noch ein paar nette Komfortfunktionen wie Bild drehen oder sowas. Aber das habe ich bis jetzt nicht gebraucht. Dann startet man einfach die App, installiert eine App auf dem PC und kann dann, okay, muss ich denn da lang? Kann dann das Handy als Wiedergabequelle aussuchen. Oh, muss ich, bin ich jetzt falsch? Nee. Doch, bin ich falsch drauf, oder? Und man kann das Kamerabild auf jetzt in der kostenlosen VR-Variante auf zwei unterschiedlichen Quellen ausgeben. Also kann man dann quasi auch zwei unterschiedliche Apps gleichzeitig mit speisen. Komme ich da durch? Ja. Also. Ne, die Tür geht nicht auf. Geht die Tür auf? Nope. So, hier? Ne. Hä? Muss ich jetzt da einmal komplett außen rum? Search this sector for the beacon, ja. Danke. Danke für den tollen Hinweis. Na, dann gehe ich einmal außen rum. Wahrscheinlich ist es gar nicht nötig. Aber da haben sie auch schon echt. Echt faul die Spielzeit verlängert und gestreckt. Aber gut, das zieht sich ja durch die ganze Serie durch, also das ist ja dann auch nichts Neues. Ob ich den von hinten erledigen kann? Ja. Die Antwort lautet nein. Oh Gott. Ja, doch. Na, Hunter. Na komm, I don't care. Ich meine, dadurch, dass das hier auch nur so ein Zwischenhub ist, werden die Encounters auch unheimlich unwichtig. Warum soll ich gegen die kämpfen? Ich kann auch einfach abhauen und zu meinem Ziel laufen. Ich habe dafür keine Erfahrung oder sonst irgendwelche Punkte. So, jetzt aber. Ist halt dann auch einfach nur, um ein wenig Zeit zu schinden. So, wo ist das Ding, was ich suche? Rave. Habe ich gerade gefragt, ob sie mich gesehen haben. Da haben wir die Antwort. So, was muss ich denn jetzt hier suchen? Achso, ich bin
Bin ich denn überhaupt schon da? Nee, das ist weiter hier vorne. Achso, das sieht sehr danach. Ja, hier irgendwo. Ach, da oben haben wir es doch. Nächste Frage, wie komme ich da hoch? Sieht vielversprechend aus. Das ist jetzt der gleiche Gang wie beim ersten. Alles sehr, sehr ähnlich aus. So, mal gerade die App starten. Oh, das ist aber auch eine Stimme, die mir sehr bekannt vorkommt. So. Na, der Droidcam Client hat sich aufgehängt. So, und da bin ich wieder zu sehen. Hallo, hallo. Ich weiß, habe ich sicher gedacht. Lass mal lieber, aber. Get your ass out of the street. Wait for me. Dieses Bubble Shield war ja prominent in den ersten Werbungen zu Halo 3 zu sehen. In einer unheimlich coolen Sequenz, wo er das Ding so auf den Boden geworfen hat, um es quasi ihn da kurz von einem irgendwie Artillerieschlag zu bewahren. Aber im Spiel. Na. Im Spiel war es dann eher. Also die ganzen Gadgets eher. Zweitrangig. So, kann ich da jetzt rein? So, jetzt wo ist der Rafe? Ach, da. Das ist jetzt der Tank-Level. Das Einzige, was ich lieber fahre, als den Ghost und Scorpion Tank. Schön weggespratzt aus dem Bild. Bam, da kickst du ihn aus dem Bild. Heute ist eine unheimlich geile Blu-ray bei mir angekommen.
über einen Film, den jeder mal gesehen haben sollte. Spaceballs! Eine unheimlich geile Parodie, Star Wars Parodie. Etwas, was ich sehr geliebt habe als Kind. Was ich glaube nicht richtig verstanden habe als Kind. Also zumindest die ganzen Innuendos und so und den ganzen Erwachsenenhumor. Eine Komödie von Mel Brooks. Also, großartig. So, weiter geht's. Der ist auch unheimlich befriedigend zu spielen. Weil der einfach alles weghaut und unheimlich befriedigend alles explodieren lässt und alles one-shottet. So, das Ding, das muss mal ausgeschaltet werden. Ich habe bis jetzt noch nicht geschafft, einen Tank zum Explodieren zu bringen, oder? Ich glaube, bis jetzt haben alle Scorpions das überlebt. Abgesehen von denen, die ich eine Klippe runtergestürzt habe. Do not want. Ja, Mickey Mouse ist zu den Marines gegangen, eine Spezialausbildung gemacht. Goofy ist bei einer Übungsmission leider gestorben. Wer ist hier, der aus Entenhausen noch mit im Chor ist, ist Mickey hier, den man hier spielt. Ja, Mini hat sich von ihm getrennt und hat die Kinder mitgenommen, nachdem Mickey es als seine oberste Pflicht gesehen hat, im Militär zu arbeiten und da quasi alles für sausen lässt. Wir hatten sich ein Haus gebaut. Dass sie jetzt dann abgeben mussten. Durch die Trennung. Ja. Und jetzt spielen wir Mickey Mouse hier. Das Covenant dropped in behind us. They must know this is our rally point. Terrific. Come on, we got ammo and weapons on the high ground. Move it. High ground? Ich habe Obi-Wan Kenobi eine Reaktion hören bekommen. Bekommen hören. Reloading. Phantom! Everyone, find some cover! More contact! Enemy range sighted! Na, bitte nicht abgelassen. Doch, hier. Must be the covenant's easy. We got any heavy weapons for that raid? Negative. I'll throw the fire.
Okay. Das ist mein erster Tod. Also. Ich bräuchte halt jetzt mal ein bisschen Heilung. Wäre es wahrscheinlich gar nicht anders, gar nicht so schlimm gewesen. Okay, das sollte ich natürlich auch nicht machen. Okay, ich ziehe mich ja schon ein bisschen zurück. Hab's verstanden. We got any heavy weapons from that ray? Hit that ray with overcharged plasma. Stick it with grenades. Ja, ich bin da schon dabei. So, und jetzt schnell weg. Oh nein, okay. Ich brauche erstmal Heilung. Sonst wird es eine sehr kurze Offensive. Na, da. Ein paar Granaten. Oh Gott, sind das viele. Ein bisschen Heilung jetzt zurück. Danke. Das Ding fährt ja weg. Oh, okay. Okay, dann hole ich jetzt das Medkit und bewege mich einfach nach vorne. Ich meine, so schwierig ist das halt jetzt auch nicht. Vor allem jetzt mit voller Heilung. Und Bot. Plant. Weg. Boom. Noch eine Granate. Hier. Yeah. Im Dutzend billiger. Günstiger. Fruchtiger. Let it go. Ja. Ja, das Schwierigste habe ich jetzt eh geschafft. Aber ich glaube, das Spiel hier, also der DLC, leidet halt noch mehr an der Eintönigkeit und Langeweile, als die Serie eh schon ganz oft leidet. Das war ein kleiner Rocket Jump. Boom, so. Ich habe jetzt letztens, gestern Warzone, Modern Warfare Warzone mal wieder gespielt mit der Truppe. Mit Tobi und Peter. Und die haben mir angeboten oder gefragt, ob man das nicht auch vielleicht mal streamen kann. Habe ich gesagt, natürlich kann man das machen. Also mal gucken. Das erste Mal sein, dass ich professionelle Unterstützung dabei habe. Peter und Tobi wesentlich bessere Spieler sind als ich. Okay, ganz stimmt's auch nicht. Ich meine, Chris kennt sich ja auch schon ziemlich gut in Apex aus. Aber darauf habe ich auch mal wieder Lust, das zu spielen, aber bis jetzt war. Kann man immer irgendwas dazwischen?
Oh, Sniper, warum sagt mir das denn keiner? Hat er sich gerade selbst erledigt? Haha, gerne! Sie sind alle tot! Ha. Goofy, haha, alle tot! Sir, Goofy ist auch tot. Haha, nein, er lebt nur! Haha! No, Romeo neither. Well, guess it's just you and me. My vote, hold up, wait for backup. Thank God! Does one of you know how to use explosives? Your vote? Just got overruled. Oh. Naval intelligence. Ich habe heute auch ein bisschen designt, ein bisschen Symbole designt, die dann jetzt so hier rechts so reinpoppen sollen, so über mir. Die dann zeigen sollen, also mein Instagram-Name und sowas. Ich wollte es ursprünglich mal mit, also ich habe es angefangen mit HTML zu machen, weil ich dann auch vielleicht noch ein bisschen mal wieder in HTML reinkommen möchte, weil eigentlich kann ich HTML coden. Nur ich habe halt jetzt schon Ewigkeiten keine Practice mehr und in HTML 5 habe ich auch nur so reingeschnuppert und da kenne ich auch keine Best Practice und da dachte ich, okay, hey, da HTML 5 ja auch CSS-Animationen unterstützt und beinhaltet, könnte ich diese damit dann programmieren und dann ist es auch relativ easy, Dinge auszutauschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Dienst oder sowas oder ein neues Panel, dann kann ich einfach sagen, hey, okay, im Code wird das hinzugefügt und dann ist es dann auch drin. Mal gucken, ob ich das demnächst mal hinbekomme, mich da ein bisschen reinzufuchsen, wie das funktioniert am besten. Ansonsten mache ich das über ein Video, was ich mit After Effects erstelle. Da ist dann halt schwieriger, Sachen hinzuzufügen, das muss immer neu gerendert werden und so. Aber könnte auch zuverlässiger sein als über eine lokale Datei oder einen Webserver oder sowas. Na ja, komm, lass mich doch in Ruhe. Und demonetarisiert. Mein Lego-Video ist tatsächlich in manchen Ländern gesperrt worden. Ein Song von... Also demonetarisiert ist es, glaube ich, sowieso, weil copyrighted Music drin ist. Aber aufgrund von einem Soundtrack, ich muss jetzt gerade nochmal überlegen, welcher es gewesen ist. Ein einziges Stück ist das Video gesperrt in Nordkorea, Iran, Irak und Pakistan oder sowas.
Aber sonst, mit dem Ton ist alles in Ordnung gewesen. Mit dem man Monetarisierung ist jetzt nicht so wild. Weil ich ja auch nicht monetarisiere. Ich google mal gerade, wie lange... Halo ODST geht. Fünf bis sechs Stunden. Hurry up. Look, you wanna do this, be my guest. But this ain't a job you wanna rush. That do it? Signal's good. Arm the other detonators and pull back to me. Come on, tough guy, we gotta blow this bridge. Naja, ich meine, wenn ich bedenke, dass wie schnell ich in Halo 3 fertig gewesen bin, das war ja auch nur 5 Stunden oder so. Also wenn da jetzt nicht jemand oben ist, also wenn da jemand oben, warum macht er das nicht? Warum macht er das nicht? And this is the way. Ja, komm. Reloading. Gut, den Spartan-Laser hätte ich jetzt nicht dafür austauschen sollen. Blöden Hunter. Auf der anderen Seite, ich habe mich im ersten Teil darüber beschwert, dass die keine wirklichen Gegner gewesen sind und viel zu einfach. Dann darf ich mich jetzt eigentlich nicht beschweren, dass sie schwerer geworden sind. Aber ich frage mich, ob das eine Gameplay-Entscheidung gewesen ist, also eine bewusste Gameplay-Entscheidung gewesen ist, dass die roten, also die Elite, die Brute Plasma Rifles, dass die jetzt quasi den Nachladezyklus wie die Elite Plasma Rifles haben. Also, das hat jetzt alles, glaube ich, keinen zusammenhangenden Sinn ergeben. Die Elite Plasma Rifles brauchen länger, bis sie überhitzen, als die Brute-Dinger. Das hat man ja im zweiten Teil gesehen, dass die wesentlich schneller überhitzen. Aber hier haben sie die Länge der Elite Plasma Rifles. Da frage ich mich, ob das bewusst so entschieden worden ist oder ob es einfach übersehen worden ist und
einfach der Code für die Elite-Dinger genommen worden ist, ohne ihn zu modifizieren. So, das ist schon mal geklärt. Das ist Checkpoint. Alright. Ah, ein paar Granaten werfen. Ist so, als ob ich nicht genug hätte. Dann kann ich mir auch das Karabiner holen. Den Karabiner. Neuheit, dass der Spielercharakter spricht, während man ihn spielt. Master Chief hat er nicht gesprochen, während man ihn gespielt hat, sondern nur in den Zwischensequenzen. Ah, das gibt's doch nicht. Das hat sich für den erstmal erledigt. Bam. Warum habe ich diese Waffe nicht viel früher für mich entdeckt? Ey, die macht ja unheimlich Spaß. Ich frage mich gerade, ob man weniger hoch als der Master Chief springt. Ich glaube, der Master Chief springt höher. Und Rückzug. Ja, immer mit der Ruhe. Ich finde, es läuft noch ganz gut. Oh, warum prallt denn die Plasma-Granate von ihm ab? So, jetzt habe ich doch alle erledigt. Das ist doch jetzt still geworden. Hurry up, man, check those charges. Wait, what? More explosives? Yeah, what gives? I thought we were supposed to protect this building. I have orders to deny enemy access to all classified data housed in this facility. You don't like it, jump your butts back into orbit. Ist das die Stimme von Johnson? They're cutting through the door. Settle down, people. Find some cover. All right, here they come. Watch your crossfire, people. Watch your fire to the right. Natürlich kann auch die Turret detachen. They're
pushing into the left. Target down. Ich habe jetzt letztens Division 2 durchgespielt. Ach so ein bisschen Guilty Pleasure für mich. Spiel, was mechanisch eigentlich gar nicht so berauschend ist und sehr, sehr eintönig und sich immer wieder wiederholt. Genau wie der erste Teil. Aber trotzdem irgendwie so ein Suchtfaktor hat. Das ist also diese typische Ubisoft-Formel, was Open Worlds angeht. Und da bin ich echt ein Opfer, was das angeht manchmal. Also irgendwann ist man dann auch leicht übermächtig. Besonders wenn man die ganzen Nebenquests macht und so wie es ja ganz oft ist in so Spielen. Das hat dem Ganzen dann nochmal ein wenig verbessert. Und wenig mehr in den Sumpf reingemacht. Ja, jetzt kommen sie von hier, wo ich nicht mich hindrehen kann. Ja, der gerät aber auch schnell aus der Puste, muss man ja auch mal sagen. So springen kann er mit dem Ding. Frage ich mich, wofür es den Master Chief braucht. Das ganze Spaten-Projekt. He's got a hammer! He's got a hammer! Swapping mags! Alright, everybody, take five! Großartig. Everyone on the elevator. I put enough charges in the shaft to blow this building twice. All right, that's it. Transfer the detonation codes to my comm. If anyone's taking this place out, it's gonna be me. Tja. Der Mickey ist gut durstig. Ja, ich hatte die richtigen Waffen. Das ist ein bisschen unfair. Ja. Ja, jetzt habe ich nochmal liegen lassen. Naja. Oho. Muss mal nachladen.
So, einmal hier. Können wir uns. So. Wer lief denn hier? Da. Okay. Also jetzt kommt Halo Reach, was wohl so das Beste der klassischen Halos ist. Oder als das Beste gilt. Hey, you fellas know a gunnery sergeant Buck? Sure do. Patching him through. Glad you boys are safe and sound. Likewise, Gunny. You need a pickup? As long as you're offering. We're in the police HQ. Can you take us there? Affirmative. All right. Get you up top. What? This day ain't turning out so bad after all. Habe ich nicht, wie spektakulärer das heute aussehen würde mit den ganzen Physikberechnungen und so weiter. Also, jetzt muss ich wieder einen Kilometer laufen. Ah, hier ist gar kein Gang. Hier? Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel jetzt noch kommt. Auch das ist schon wieder sehr lange her, dass ich es gespielt habe. Witzig, je aktueller ein Titel ist, desto weniger erinnere ich mich an ihn. Ich müsste es ja genau umgekehrt sein. Aber auch hier durchgespielt habe ich es irgendwann mal. Aber ja, selbst wenn es nicht heute klappt, wovon ich eigentlich schon fest ausgehe, dann wird es beim nächsten Mal das und Reach geben. Fangen wir dann mit Reach an. Auf Reach bin ich auch echt mal gespannt. Also da. Als ich die Spiele das erste Mal gespielt habe, da dachte ich ja, okay, Halo halt und cool und. Ich habe sie auch relativ zeitnah zum Release gespielt, weil mein Bruder sich die immer gekauft hatte und wenn er dann fertig war, habe ich es dann gespielt. Und ich hatte ODST so gefühlt schon als den schlechtesten Teil in Erinnerung. Oder auch damals schon wahrgenommen. Aber der Rest ist für mich relativ neutral angekommen. Und da Reach ja, glaube ich, so das mit der beliebteste Teil ist, bin ich mal gespannt, ob ich das auch heute so empfinde. Und zum Beispiel habe ich Halo 3 schlechter in Erinnerung, als ich es jetzt gerade oder letztes Mal gespielt habe.
Und da lasse ich mich mal überraschen, wie es mit Reach sein wird. So, jetzt hier auf dem Platz. Okay. Ah, und da hängt's Sniper Rifle. Ich meine, mittlerweile müsst ihr doch wissen jetzt, wo alle sind, wo sich alle getroffen haben. Ja. Can you take us there? Affirmative. Alright, you two up top. Ich weiß auch nicht, was er da sieht. Also ich meine, das sieht ja so ein bisschen so aus, als ob er Kameraaufnahmen sich anschaut und das dadurch rekonstruiert. Aber woher nimmt er diese Aufnahmen? Clear? Yeah, we're good. Hey, rookie, you out there? Respond, that's an order. Give it up, Gunny. Even if he ain't dead, he's lost in that soup. Our comms can't cut through that. Oh, give up, huh? What if it were you down there? Just saying, I ain't dead. You're a piece of work, Romeo. Welcome aboard, ladies. First stop, anywhere but here. Banshees, on your six! Hit the deck! We're losing her! Watch out! So, ich könnte mir vorstellen, dass wir Status! Romys Geschichten noch machen. We're pulling them out. You hear me? Make some noise. I got your back. 12 Minuten noch. Back inside. Let's find that pelican. What about all those Covenant we sidestepped on the way up? Now we get to kill them. Thanks for picking such a tall building. I'm really digging all these stairs. Do you ever get tired of bitching, Romeo? They haven't seen us. Pick a target. Take it out. That's it. Shoot and scoot. Er hat Shoot and Scoot gesagt. I'll draw that turret fire, you kill the operator. Romeo, Phantom landing on the pad. Phantom inbound. Ja, ich geh halt aus dem Bubble Shield raus. Könnten die nicht einfach die Waffe rausstrecken und losschießen? Wahrscheinlich das cleverste. Welche Türen denn? Ich frage mich gerade, es gibt ja schallgedämpfte Waffen, ob das irgendwas generell bringt, aber das ist auch wieder so ein Feature, was jetzt erstmal so, was ich mir vorstellen könnte, wo sie dachten, ah cool, da kann man ein bisschen Varianz reinbringen, aber wie ist das mit der Dominance Strategy? Wenn man weiß, wie etwas funktioniert, dann nutzt man es auch, egal ob es andere Optionen gibt. Und da scheitern ja ganz oft Spiele dran, dass sie einfach eine Option bieten, die so übermächtig ist, dass es keinen Grund gibt, was anderes zu machen. Grob in die Richtung schießen. Boah, das ist ja scheiße, dass einem die. Ja.
Gibt mir halt mehr Munition, dann könnte ich auch mal das Scharfschützengewehr benutzen. Aber soll ich halt mit 20 Schuss? Kann es halt auch ganz sein lassen. Vor allem, was soll das, dass man jedes Mal aus dem Zoom rausgenommen wird, wenn man getroffen wird? Das ist ja mal mega nervig. Grab, ja. War ich zu schnell? Ich glaube, ich habe ihn ausgestoßen. Ich glaube, es ist verschwunden. Und hoffentlich gibt es da keine Fail-States. Dann habe ich ein Problem. Was ist denn der? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Na, da kommen die Fackel angeflogen. Oh Gott, das war... Manchmal bin ich ja Granatenmeister, aber meistens bin ich genau das Gegenteil. Ich weiß auch gerade nicht mehr, ob man das, ob man ODST im Cove spielen konnte. Ich glaube nämlich fast nicht. Was ja auch ein großes Manko wäre. Und die Stimmung gegen das Addon nochmal verändert. Okay, da haben wir es. Na, da oben ist jemand her. Na, okay. Grab some ammo, Romeo. These boys won't need it. Na, jetzt ist auch Buck wieder mit dabei. Ich bin schon gewundert, wo der abgeblieben ist. Ach, da. Nächste Info hätte ich brauchen können, wenn man da irgendwie weggeglitscht ist. Ich liebe dieses Karabiner. Autsch, das muss wehgetan haben. Der hat's geschafft. Der nicht. So, jetzt gibt es mit Sicherheit ein Checkpoint. Auch witzig, dass er gerade gesagt hat, I see a bad guy. Na klar, weil aus deren Sicht sind wir die Bösen. Ich weiß nicht, was das für ein Kommentar vom Spiel sein soll. Zur Ambivalenz im Krieg. Oder gut-böse Paradoxon.
Oder ob das einfach nur ein dummer Spruch sein soll. Man weiß es nicht. Heilung sieht noch ganz gut aus. Tja, so kann es dann auch gehen. Na dann so. Sniper is out of commission. Ja, me too. That's the bridge? You gotta be kidding me. What, you afraid of heights? Was geht's? So, Dutch und Mickey Mouse. Aha! Banshees! Let's get the hell off this thing! Witziger Effekt. Natürlich keine Munition mehr. So, mal gucken, ob ich oben an eine der stationären MGs rankomme. Oh, wo ist das denn? Missile Turret. Oh. Ah, ich will jetzt aber nicht detachen, weil. Komm, Dutch. Lass mich das machen. Das ist alles wenig spektakulär. Bam. Lost the pilot on impact. Rest of us are okay. Not for long. Phantom's inbound. Why am I not surprised? Pick a turret, Romeo. Conserve your ammo. This is gonna get hot. Conserve your ammo? Meine. Das Ding hat unendlich Munition. Es hört sich so an, als ob hier jemand mit der E-Gitarre im Spiel spielt und das spielt. Weil das so dimensional ist, der Sound. Also erstmal die, weil die sind super nervig, wenn die noch leben. Okay, jetzt kommen unsere Freunde. Mal gerade eine Granate daneben werfen. Oh! Bam! Ja, der Soundtrack ist, glaube ich, nicht mehr von Marty O'Donnell. Ich weiß auch gar nicht, ob der vierte, glaube ich, auch schon nicht mehr. Right. Das Ding zerstören, bevor es irgendwelche Leute ablässt. Bits and Pieces Achievement. 5 Phantoms in NMPD HQ. Ja, das.
Das kommt her. Oh. Warum hat das Ding... Warum ist das Ding denn abgefallen? Das ist ja nervig. Komm, yes! Das Ding auch noch. Ja, langsam wird es ein wenig mühselig. Was ist das denn jetzt? Oh, nee. Ich habe ja ordentlich Munition verschwendet dadurch, dass ich gemerkt habe, dass es nicht mehr fest dran ist. Okay, das war die Sequenz auch. Out of here. Not by air, we're not. It's all right. I know another way. Naja, die, was man dem Spiel geben muss, ist, dass die Charaktere wesentlich sympathischer und ausgereifter wirken als in den Originalspielen, weil Miranda Keys und Johnson ist ganz cool, aber so, das. Ich bin nicht so sehr sympathisch, alle. Okay, das ist der Punkt, an dem ich für heute sage, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, dass ihr alle dabei gewesen seid, auch alle Leute, die neu zugeschaut haben. Ich werde das Ganze wieder bei YouTube hochladen unter Sven Apfel. Wenn ihr es auf YouTube schaut, könnt ihr es auch auf Twitch regelmäßig schauen. Und ansonsten bin ich auf den wichtigsten Social Media Plattformen unter Sven Apfel zu finden, Twitter, Instagram und Facebook im Moment. Und ja, solltet ihr Spaß gehabt haben daran, könnt ihr gerne einen Follower da lassen oder wie sagt man so schön, subscribe und hit the bell.
Ja, keine Ahnung. Und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns vermutlich am Freitag zum nächsten Stream. Macht's gut und bis dann. Bye.